Friedrich Gottlieb Klopstock. Er war einer der berühmtesten Schüler der Landesschule Forta. Geboren am 2. Juli 1724 in Quedlinburg, war er der erste freie Dichter. Er trug zur Spracherneuerung bei und trennte Poesie und Prosa voneinander. Außerdem war er prägend für die Entwicklung der Aufklärung in Deutschland. Einige seiner Werke sind Der Messias, Auf meine Freunde und Das Rosenband. Als Klopstock am 20. März 1800 der Landesschule Forta eine Prachtausgabe seines Werkes Der Messias schenkte, legte er selbst den Grundstein für die Klopstock-Sammlung in der historischen Bibliothek in Forte, die bis heute erhalten ist. Nur einige Jahre später starb er am 14. März 1803 in Hamburg. Klopstock war, wie bereits erwähnt, einer der berühmtesten Schüler der Landesschule Forta. Mit 15 Jahren meisterte er die Aufnahmeprüfung fehlerfrei und übersetzte seinen lateinischen Text noch vor Ablaufen der Zeit. Nach einer weiteren bestandenen Griechischprüfung wurde er schließlich in die dritte Klasse der Landesschule aufgenommen, wo er bereits zu den besseren Schülern gehörte. Klopstock trat in seiner Fortezeit sehr selbstbewusst, eigenwillig und stolz auf und ließ sich dies auch nicht durch Verspottungen seines Namens nehmen. Ein Musterschüler war Klopstock allerdings nicht. So hielt er sich damals verbotenerweise im Schulgarten auf und war dort sogar in eine Schlägerei verwickelt. Während Klopstocks Schulzeit fiel natürlich auch sein großes Interesse für Sprachen und seine dichterische Begabung auf, die ihn nun so bedeutend für unsere Schule machen. 1696 wurde im Auftrag der Landesschule Pforta die uns heute bekannte Klopstockquelle errichtet. Sie ist eine Süßwasserquelle in der Nähe der Kleinsaale, etwa 500 Meter entfernt von der Landesschule Pforta. Die Klopstockquelle hat auch eine Verbindung zu einem Brunnen auf dem Schulgelände von Schuforte. Dieser wurde für die Trinkwasserversorgung genutzt. Das Baujahr ist unbekannt, man geht aber davon aus, dass der Brunnen ebenfalls zur Entstehungszeit der Klopstockquelle errichtet worden ist. Seit dem Jahr 2000 ist der Brunnen nun mit einer Installation einer Skulptur durch das Staatshochbauamt Merseburg verschönert worden. Heutzutage ist der Brunnen leider nicht mehr in Betrieb, da die Rohrleitungen defekt sind. Man kann allerdings zur Quelle laufen und von dort frisches Trinkwasser erhalten.